Ja, hallo und herzlich willkommen heute mit dem zweiten Teil, zweiten Film aus meiner Fünferbox. Und zwar sprechen wir heute über Steve Jobs, also nicht über den Mann selbst, sondern über den Film. Das ist die Verfilmung mit Michael Fassbinder, Michael Fassbinder, weil der hat ja deutsche, zumindest eine deutsche Mutter, glaube ich. Michael Fassbinder. Es gibt ja noch einen mit Ashton Kutscher, ich glaube, es gibt noch einen anderen. Ich war auf den gespannt. Und ist auch halt so ein Biopic. Ich hoffe natürlich immer, dass so, wie sie es damals darstellen, dass es tatsächlich so irgendwie abgelaufen ist. Und wenn man sich so manche Sachen ansieht, dann so echte Aufnahmen aus der Zeit, dann kann man sich sagen, es könnte tatsächlich so gewesen sein. Und zwar geht es bei diesem Film darum, dass man anhand von drei Etappen im Berufsleben von Steve Jobs so ein kleines bisschen den Mann und sein Leben kennenlernt. Und ich muss sagen, was ich da kennengelernt habe, hat mir es nicht so gefallen. Also von der menschlichen Seite her. Ich muss tatsächlich sagen, dass Steve Jobs, glaube ich, nicht so ein netter Typ war. Ne? Er mag sicherlich ein Visionär gewesen sein im Computerbereich, zumindest was es was die Preisgestaltung angeht. Da war er, glaube ich, sehr visionär. Und das konnte er, glaube ich, ziemlich gut, aber so zwischenmenschlich, das merkt man auch bei diesem Film, fehlte ihm dann tatsächlich so ein bisschen was. Es fängt halt an, und das hat 84 war das, glaube ich, ja genau, 84, als Apple den Lisa, der Rechner hieß tatsächlich so, vorgestellt hat, der ironischerweise genauso hieß wie die Tochter, die Steve Jobs hatte, die aber nicht anerkannt hat, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und man sieht halt vor dieser Präsentation, also die haben halt geladen. Ich wusste gar nicht, dass Apple 1984 schon so eine Fanbasis hatte, dass sie auch diese Mac Expo oder wie heißt das? Naja, ihr wisst schon. Also wo die halt immer einladen, wo sich die Leute dann in orgasmischen Wellen ergeben, sobald da einer auf die Bühne tritt und sagt, ey, ich arbeite hier bei Apple. Ne? Freuen die sich ja alle in den Arsch ab. So. Und wenn, ich glaube, wenn da wirklich mal einer hingeht und sagt, wir haben was Neues für euch und muss in dem Moment niesen und zieht ein Taschentuch raus, dann schmeißen die alle mit Geldschein und sagen, ich brauch das! Das Eituch! So. Aber jedenfalls offensichtlich war es 84 schon ähnlich. Ja? Also es geht halt auch um so ein Event da, wo sie eben diesen Computer zeigen wollen und was dann noch so hinter der Bühne passiert. Und der Computer, das ist alles, oder die Software, das ist noch gar nicht so richtig ausgereift. Da gibt es noch Probleme, die arbeiten noch bis zuletzt dran. Und natürlich, wie das halt so ist, dass Dinge, die gestern noch funktioniert haben, jetzt in der neuesten Softwareversion jetzt auf einmal wieder nicht mehr funktionieren. Und das sind aber genau die Sachen, die präsentiert werden sollten. Man wollte ja immer zeigen, dass man der Konkurrenz ein Stück voraus ist. Und da Dinge mit dem Rechner machen kann, die eben die Konkurrenz bisher noch nicht kann, ne, oder nicht in dem Maße kann. Und währenddessen, also bei dem ersten, ist halt eine Bekannte, sagen wir mal, von ihm da, mit einem kleinen Mädchen und sagt, das ist deine Tochter, und er sagt, das ist sie nicht. Und es geht halt so hin und her, und während er an dem arbeitet, sprechen sie auch mal wieder damit. Und wie gesagt, man lernt halt dieses Zwischenmenschliche von ihm so kennen und sagt so, was ein Arsch. Also ich fand den nicht sehr nett. Mag sein, vielleicht durch die Anspannung und sowas und dass er da irgendwo, sicherlich auch ein Steve Jobs hat seine sympathischen Stellen gehabt, aber in dem Moment war er jetzt nicht wirklich sympathisch. Ne? Und dann ist zum Beispiel Seth Rogen spielt auch mit. Seth Rogen spielt den, wie heißt der, Steve Wozniak. Also es gab ja bei Apple am Anfang diese zwei großen Typen, die wirklich ja durch ein Wink des Schicksals sozusagen zusammengekommen sind. Das eine war Steve Jobs, der eben immer bloß diese Visionen hatte. Und das andere war dieser Wozniak, der einfach ein Genie am Mikrochip sozusagen war und aus den Sachen da, aus Mikrochips zu der Zeit schon Sachen rausgeholt hat, wo andere noch von träumen konnten, weil er es einfach kapiert hat, wie die funktionieren und wie man die miteinander verdrahten muss und was weiß ich alles. Da gibt es sehr schöne Videos, nur mal so nebenbei erwähnt, weil die beiden haben mal irgendwie für ein halbes Jahr für Atari gearbeitet, die in den 70ern, also kurz bevor sie Apple gegründet haben, sozusagen so die heißeste Computerfirma war. Und da hat eben dieser Steve Wozniak irgendwie, es ging darum, ein Programm zu, also da hatte Atari noch so Spielautomaten hergestellt, und er sollte
diesen Spielautomaten ja ökonomischer machen. Also er sollte, den, dass der besser läuft, dass er schnell läuft, weniger Chips braucht. Und er hat es irgendwie geschafft und keiner konnte es im Nachhinein nachvollziehen. Und die mussten den wieder auf die alte Art bauen, weil sie es einfach nicht kapiert haben, was er gemacht hat. Aber er hat es wirklich geschafft. Aber das nur nebenbei. Ne? Und wie gesagt, Seth Rogen spielt diesen Mann und dem geht es immer so darum, der möchte, dass Steve Jobs zumindest mal lobende Worte, das fand ich echt krass, also einfach nur mal lobende Worte sagt für das Team um den Apple II. Der Apple II ist ja der Computer eigentlich, mit dem Apple überhaupt erst groß geworden ist, ne? So ein klassischer 8-Bit-Rechner, also diese Generation Ende der 70er, Anfang der 80er und der weigert sich beharrlich dagegen. Er soll ja nicht sagen, das ist der beste Computer der Welt. Er soll ja nur sagen, hey, und das Team, das am Apple II arbeitet, ihr macht gute Arbeit, wow, macht weiter so, ole, ole. Und der weigert sich hartnäckig, weil er einfach immer auf das Neueste, er immer besteht drauf, nein, wir müssen diese neueste Technik, das Alte, das ist abgehakt. Und das geht durch den ganzen Film. Die nächste Station ist dann irgendwann Ende der 80er, nachdem Steve Jobs her, der wurde ja dann aus Apple rausgeekelt. Und gründete er seine eigene Computerfirma Next, hieß die, die aber nicht erfolgreich war. Und wurde dann Mitte der 90er wieder von Apple zurück engagiert, nachdem man merkte, es fehlt wirklich dieser Mann. Ja, weil alles andere, was Apple dann brachte, waren zwar okaye Sachen, aber es war irgendwie nicht so dieses Visionäre. Und sie hatten auch nicht mit diesem Mann, der konnte das halt auch verkaufen. Ne? Und dann haben sie dann wieder und dann geht's beim dritten, was wurde da vorgestellt? Ich glaube, das war der iMac. Ne? Dieses, wer das noch kennt, dieser allererste iMac, das, so dieser Rechner, der so in den Monitor eingebaut war, damals ja noch mit Röhre, aussieht wie so ein großes Ei. Ne? Und den zeigen die da. Ja, ja, und man sieht halt immer dieses hinter den Kulissen, dann war da auch noch irgendwas mit dem Anwalt, wo dann auch mal so ein paar Zeitsprünge sind und seine Tochter hängt halt auch immer noch irgendwie da mittendrin, die natürlich dann logischerweise immer größer wird. Am Ende versteht er oder akzeptiert er halt auch, dass sie seine Tochter ist und gibt der Mutter dann auch irgendwie Geld, weil die wohl, er ist halt stinkereich und ja, sie lebt von der Wohlfahrt, so unter dem Motto. Und das endet natürlich damit, dass sie irgendwie einen Walkman hat und er dann so das sich anguckt und so sagt so, ich mach ein besseres Gerät, wo du mehr Musik drauf hast, was weniger Strom frisst, was leichter ist und was weiß ich. Und wo man nicht spulen muss, also quasi so den Ausblick auf den iPod. So, ne? Das war auch mal sehr schön, dass man immer so ein bisschen dieses gesehen hat, wie er auf die Ideen gekommen ist. So. Nun ja, gute Leistung von Michael Fassbender und den anderen. Kate Winslet spielt auch mit. Sie ist irgendwie seine Sekretärin oder sowas in der Richtung oder Assistentin, die ihn immer begleitet hat. Spielt auch sehr gut mit. Ne, sehr schön ist bei ihr, muss man gerade so sagen, so immer so die. Man sieht die Zeiten halt anhand ihres Haarschnitts, ihrer Kleidung. Steve Jobs hatte ja einen sehr eigenartigen Kleidungsstil. Ja, also. Wie gesagt, eigentlich ein ziemlich guter Film. Durchaus empfehlenswert. Und ja. Kann ich eigentlich jetzt dem, kann ich eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. So, dem. Guck mal, der war von Danny Boyle. Echt krass. Naja, wieder was gelernt. Okay, ja, das wäre es schon wieder gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen. Und bis dann bleibt man mit uns zusammen. Ich sage ja zu Deutsch Wasser. Ciao.